Du schaust gerade das Video ohne die Wanderung von Diana. Klicke unten ins Bild, um die Langfassung mit Wanderung zu sehen. Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Sascha. Ja, ich bin wieder mal an Sefhaus Fislades unterwegs. Und zwar haben wir gestern eine schöne Runde gedreht, Diana und ich. Und ich habe Diana ein bisschen kaputt gespielt. Deswegen ist sie heute wandernderweise unterwegs. Und ich werde mich in Richtung Fis bewegen heute. Die gesamten Pisten um Planzeck und mittleren Sattelkopf abfahren. Und dann treffen wir uns da auf der Almhütte. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder hier rüber fahren. Bin gerade bei der Kompodellbahn angekommen. Bergstation, die ist übrigens dieses Jahr neu entstanden. Die läuft erst seit einer Woche. Eine fantastische neue Bahn. Ja, und wenn wir hier sind, dann fahre ich wahrscheinlich noch in die Scheiten ein bisschen rein. Und werde dieses Gebiet heute kräftig abfahren. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich bin jetzt hier schön fantastisch mit der Planzeckbahn auf den Planzeck geliftet. Sechser Sessel. Ja, weiter hinter mir liegend, die etwas höhere Erhebung, ist der Planzkopf. Und dahinter befindet sich ein weiterer Berg, der etwa genauso hoch ist wie dieser. Das ist der Kübelgrubenkopf. Auf den Kübelgrubenkopf läuft die höchste Seilbahn des Skigebietes See. Also man könnte im Prinzip hier eine Verbindung schaffen, etwas höher oder an den Planzkopf vorbei. Um dort sich mit dem Skigebiet See zu verbinden. Da gab es auch schon Gespräche drüber und das ist sogar noch wahrscheinlicher als das, was ich in dem letzten Video erwähnt hatte, dass dieses Skigebiet sich mal mit dem Schlüsselnauen verbindet. Bleibt spannend, ob das mal irgendwann passiert. Ja, wenn ich jetzt mal hier in die Richtung runter gucke, dort ist jetzt die Scheid zu sehen. Etwas höher liegend die obere Scheid. Obere Scheid läuft leider noch nicht in diesem Jahr, weil das machen sie wahrscheinlich erst nach Weihnachten oder zu Weihnachten auf. Dort ist nicht gespurt und die Bahn läuft auch nicht. Aber die Scheid ist komplett fahrbar. Und da werde ich mich heute auch wahrscheinlich nochmal reinbegeben. Da sind nämlich sehr schöne Pisten zu finden. Ja, für mich bedeutet das aber, dass ich jetzt in die andere Richtung fahre. Und zwar in diese hier. Dass ich weiter nach Fis komme. Ja, ich bin jetzt gerade vom Planzeck, wenn man ins Tal guckt, im Prinzip ganz links die ganze linke Piste runtergefahren. Unter der Königsleidebahn durch und dann in Richtung Sefhaus, ja, wieder in Sefhaus angekommen. Das war eine sehr geil lange, cremige Piste. Die hat richtig geschockt und auch richtig geile Seitengefälle gehabt und richtig geile Wellen und ja, mega. Also, wenn ihr mal eine lange Piste ins Tal nach Sefhaus fahren wollt, empfehle ich euch diese hier. Ja, nun bin ich hier wieder angekommen. Kompodellbahn läuft da hinten, Sunliner läuft hier. Sunliner werde ich mir jetzt schnappen.
jetzt hier auf dem mittleren Sattelkopf angekommen. Ja, hinter mir läuft auch die Sattelbahn, mit der ich gerade hochgefahren bin. Vierer Sessel, aber relativ schnell. Und daneben kommt die Königsleitelbahn an. Ein Sechser. Ja, von hier aus führen mehrere rote Pistenvarianten runter, die es alle in sich haben. Die sind alle sehr geil und auch recht steil. Und eine schwarze ist auch, ein Teilstück schwarz ist hier auch zu finden. Ich werde mich jetzt an die 73 rot halten und werde dann gucken, dass ich wieder in Richtung FIS runterkomme. Aber nur mit roten Pisten, denke ich erstmal. Ich bin jetzt hier ganz schick und schön mit der Schönjochbahn hier hochgeliftet. Ja, eine Gondelkabinenbahn aus FIS hoch in zwei Sektionen. Da gibt es auch eine Mittelstation, da sind wir gestern rein. Heute bin ich von unten aus dem Tal hier hoch gestartet. Ja, ganz oben bin ich noch nicht. Da gibt es noch den Zwölferkopf hinter mir in diese Richtung. Den erreicht man, wenn man jetzt im Prinzip die Nordseite FIS, also diese Richtung, mit dem Snowboard runterfährt. Da gibt es einmal noch einen Sessel, der ein bisschen höher führt. Und dann gibt es noch eine Gondelkabinenbahn ganz hinten, die auf die höchste Stelle des Zwölferkopfs hinaufführt. Von dort aus sind noch ein paar geile Pistenvarianten, auch schwarze Freeride-Routen zu finden. Ich werde mich aber jetzt, weil ich glaube, gleich ist Diana an der Möser an und da wollte ich ja dann hinzustoßen, hier die rote Piste in diese Richtung runter bewegen. Ja, von hier aus sieht man auch noch mal ganz gut den Sattelkopf. Da war ich ja eben. So, ich bin jetzt hier an der Möseralm angekommen, habe Diana gerade getroffen von ihrer schönen Wanderung. Ja, wir haben uns gerade so ein bisschen die Terrasse hier reingezogen an der Möseralm. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil die Sonne hier auch gerade richtig schön reinstrahlt. Richtig geil. Ja, ich werde mich jetzt gleich wieder in Richtung Sattelkopf bewegen mit der Sattelkopfbahn und dann rüber zum Planzeck fahren und dort noch ein bisschen die Pisten genießen. Und dann geht es hier weiter im Skigebiet. So war es absolut nicht geplant. Ich wollte eigentlich zum Plansek nochmal hoch. Irgendwie bin ich ganz runter nach Serfaus gefahren und bin wieder da am Dreh- und Angelpunkt.
ja, von Seerfaust aus, sprich, ja, hinter mir Alpkopfbahn, Compadelbahn, Sunliner. Ja, eigentlich wollte ich auch vom Planzeck rüber ins Gebiet Scheid, sodass ich mich mit Diana auf der La Silla eintreffen kann. Das werde ich jetzt auch tun. Also im Prinzip werde ich jetzt erstmal hochliften mit der Compadelbahn, um da in das Gebiet Scheid zu kommen und da noch ein paar Pisten zu nehmen und dann an der Almhütte Diana wieder zu treffen. Ich bin jetzt hier an der Scheidbahn angekommen, bin gerade eben oben vom Lazit aus gestartet, bin gerade die schwarze Piste runtergefahren. Oben am Lazit muss ich sagen, als Snowboarder ist es ein bisschen doof. Da muss man mal die ersten 300 Meter wahrscheinlich erstmal gehen, mal selbst Skifahrer wedeln da oben. Also ich hatte kurz angeschnallt, durch die Flugbindung ist es natürlich recht einfach. Bin ein Stück gefahren, aber dann ging es einfach wieder bergauf. Also bevor es da in die Scheid runtergeht, muss man vielleicht ein Stück laufen oder eben wieder anschnallen. Das ist halt so, ne? Aber hier jetzt der Kessel von der Scheid ab. Da werde ich mir nochmal Pisten reinziehen, eben was die schwarze. Jetzt werde ich noch eine rote fahren. Erstmal mit der Scheidbahn wieder hoch und dann geht's weiter. Ja, nun sitze ich hier ganz alleine in einem Sessellift. Das hat ganz gut geklappt, weil eben kam die Skischule und die haben alle gesagt, stopp, alle zusammenfahren. Lasst mal den Snowboarder vor, weil die sind gefährlich. Ist das so? Nee. Der Grund, warum ich hier nochmal im Sessellift eine Ansage mache, ist erstmal, ich möchte mich bedanken für alle Abonnenten, die mir treu geblieben sind. Und ich freue mich auch über jeden Kommentar. Das macht mir Spaß. So macht YouTube Spaß. Ich habe viele Fragen gehabt, die ich auch zum Glück, oder ich hoffe, vernünftig beantworten konnte. So ist es geil. Weiter so, weiter abonnieren, weiter Daumen nach oben drücken, weiter kommentieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. So, jetzt sind wir gerade hier in dem, ja, ich sag mal, in dem Tal. Ist ja kein wirkliches Tal. Das ist ja so ein Talkessel. Das ist die ganzen Pisten von der Scheid hinunter. Obere Scheid hat leider noch nicht offen. Da gibt es auch noch mal eine schöne Piste runter. Sessellift läuft nicht, Pisten sind nicht gespurt. Aber hier gibt es vier schöne Pisten zu genießen. Und die sind alle auch, ich sag mal, mittelschwer und ziemlich cool zu fahren. Von unten aus, wo der Sessellift startet, wo auch der Sessellift zur oberen Scheid starten würde, geht es noch weiter wieder in Richtung Compadel, sag ich mal so, oder Richtung Lazit. Da wäre noch ein Sessellift oder eben Richtung Compadel, wenn man da weiterfährt. Ist auch Alpkopf nicht weit entfernt. Da kann man viele Variationen fahren und auch liften. Sehr cool. Ja, ich ziehe mir jetzt nochmal eine schöne rote hier rein. Am besten die ich noch nicht kenne. Und dann geht's hier weiter. Jo, ich habe festgestellt, die Pisten kenne ich alle. Deswegen dachte ich doch mal, ich fahre den Ziehweg da runter und nehme mal den Schlepplift hier hoch. Dann müsste wieder der Punkt Lazit erreichbar sein, würde ich sagen. Mal schauen, wo ich gleich rauskomme.
die ihr gerade erkennt im Hintergrund, die Lassida-Alm. Bedeutet, ich bin auf dem Lazid angekommen. Ja, Treffpunkt mit meiner Wandersfrau. Die kommt jetzt gerade mit der Lazid-Bahn hier hochgegondelt. Ja, das war eben gerade sehr geil. Lavenz, sag ich mal so, oder Lavenz, wie es auch immer abgesprochen oder ausgesprochen wird, ist doch auch ein bisschen ruhiger, weil es führt in keine weitere Richtung des Skigebietes. Dort hat man drei Pisten, bin ich der Meinung, zur Verfügung und muss immer wieder hochgondeln, ja, in Richtung Lazid. Weitergehen würde es dann, wenn man über die Scheidbahn hochfährt und da geht es auch ins Gebiet Maßner. Bedeutet, dass diese Pisten auch relativ gut waren, auch zu später Stunde. Ist wahrscheinlich auch was für Anfänger, da kann man ganz gut das Snowboarden oder Skifahren üben, denke ich. Ja, wir werden jetzt erstmal hier nochmal die wunderschöne Sonne und den wunderschönen Ausblick genießen und dann schlussendlich nochmal ins Tal zurück nach Serfaus. So, das letzte Video von Serfaus fürs Lades oder einer der Videos, die ich 2019 gemacht habe, da habe ich noch gesagt, das ist dezent mit Après-Ski. Jetzt wollen wir es mal krachen lassen. Wir sind hier beim Patschi. Patschi ist hier die Après-Ski-Alm, die relativ groß ist und in der Nähe der Bahnen in Serfaus. Ja, wir werden uns mal ordentlich einen in die Rüstung knistern und mal gucken, was hier geht, ne? So, heutiger Tag, ansonsten ziemlich geil. Und ja, ich kann nur Gutes berichten von dem Skigebiet, wie immer. Weil Serfaus fürs Lades ist auch eine glatte 1, kann man nicht anders sagen. Ja, wenn ihr mein Video auch mit einer glatten 1 bewerten möchtet, wisst ihr, wie ihr das bei YouTube machen könnt. In dem Sinne sage ich, haut rein, Leute, ciao.